Willkommen zu Sonic Generations. Ich besitze dieses Spiel schon seit sehr, sehr langer Zeit, habe mir sogar den DLC gekauft, habe aber das Spiel selbst noch nie gespielt gehabt und dementsprechend gucken wir uns einfach mal das Ganze gemeinsam an. So, wie ist meine Erfahrung mit Sonic insgesamt? Im Endeffekt existiert sie nicht. Ich habe in der Vergangenheit, wo so die ersten Spiele rausgekommen sind, die Spielreihe mal anprobiert gehabt und ich hatte wirklich das große Problem, dass das Spielmotto mich nie wirklich A überzeugt hat und gleichzeitig auch nicht funktioniert hat. Es hieß immer, gotta go fast, Sonic's my name, speed is my game und das hat schlichtweg nie funktioniert und dementsprechend hatte ich da immer relativ schnell aufgegeben gehabt. Und dementsprechend ist das nie eine Sache gewesen, für die ich mich interessiert hatte. Gleichzeitig kommt natürlich aber auch der andere wichtige Punkt. Die meisten Sonic Games sind nicht sonderlich gut. Sonic Generations ist einer der wenigen Spiele, die halbwegs gescheit sind. Und alles, was davor oder danach kommt, ist in den meisten Fällen nicht sonderlich gut. So, wir werden mehr oder weniger hier in dieses Spiel reingeworfen. Und man sieht auch schon, dass ich vielleicht wirklich nicht der Beste bin. Also es ist angeblich wirklich möglich, solche Level halt mit Geschwindigkeit zu machen. Das Problem jedoch ist, dass man halt selten sagen kann, was kommt. Und dementsprechend solche Dinger blindschnell zu machen, wie man es vielleicht schon merkt, ist nicht eine Sache, die man mal einfach so macht. Gleichzeitig, ich bin noch nicht der Beste in diesen Spielen. Das greift also auch noch dazu über. Und dementsprechend werdet ihr sehen, wie ich mich jetzt hier für die nächste Zeit extremst schlecht anstelle. Also wer hier reingeht und denkt, ich bin hier der Meister in Sonic oder allgemeinen Jump'n'Runs, der sollte vielleicht ausmachen, denn ihr werdet vermutlich... Wie komme ich denn an den Rennen? Werden vermutlich mit Albträumen die nächste Nacht verbringen. Gleichzeitig das Spiel, toll. Die Musik muss man natürlich immer hervorheben. Gerade hier die ganz alten, die Klassiker, sind richtig gut. Selbst jemand wie ich, der wirklich vielleicht ein Spiel oder zwei Spiele vorher gespielt hat. Ach, das ist ein Jump-Pad gewesen. Ich dachte, das wäre irgendwas... Wow, what? Das Coole an den Spielen ist... Ach so. Ich dachte, das ist eine Sache, die man im Laufen verwendet. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh, da ist noch was. Gleichzeitig ist natürlich... No, da wollte ich eigentlich nicht lange, aber gut. Wollte die andere Seite nochmal angucken. Spin Dash. Super Sache, um halt wieder Geschwindigkeit zu holen. Wenn man das Ganze versaubert hat, wie hier jetzt gerade. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Vielleicht müssen wir einfach mal warten. Die Wippe hier ausnutzen. Und ich hoffe einfach, das bleibt alles in Synchron. Nice. Wenn alles funktioniert, dann ist das eine richtig coole Sache. Wenn nicht, dann sieht es auf einmal merkwürdig aus. Was ich schon bemerke, ist, die Level sind verdammt riesig. Und das habe ich natürlich versaubeutelt. Dass es hier wirklich überall Sachen... Oh, cool. Sachen gibt, die man finden kann. Beziehungsweise, wenn man Sachen eben gerade nicht findet, dass es trotzdem halt weitergeht noch. Und frag mich bitte nicht, wie ich gerade ein Leben dazu bekommen habe. Ah, das war eigentlich von der Idee gar nicht mal blöd. Oh, interessant. Ah, gerade so das A nicht komplett ausgeführt. Obwohl, perfect clear. Wie auch immer wir das hinbekommen haben im Endeffekt.
He'll be here any second. Hey guys, what's going on? You having a party or something? Surprise! Aw, you guys. It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it? I love it! What? Sonic, what's that? What's it doing? Wir sind in einem weißen Gebiet. Und gleichzeitig, wir sind ein bisschen anders. Und auf einmal gehen wir von 2D zu 3D über. Oh, und auf einmal hört auch was auf zu rennen. Okay, gut zu wissen. Ich muss also selber vorwärts drücken. Ach, ey, jetzt ist der... Jetzt ist auf einmal der A-Button. Okidoki. Ich hätte wenigstens gedacht, dass man wirklich sagt, der Spin-Dash bleibt... der Angriffsbutton. Okay, das startet also alles schon mal sehr gut. Ich hätte wirklich gedacht, das hätte halt der Spin Dash, keine Ahnung, für mich die Angriffstaste gewesen. Und nicht die Sprungattacke im vorherigen. So, und jetzt muss ich mal aufpassen. Können wir das vielleicht hier hinkriegen? Oh, cool. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit... Oh. Wie hätte ich der Sache denn ausweichen sollen? Also das habe ich noch nicht raus. Das Zeug steht mir im Weg und ich soll damit rechnen, dass ich den Sachen ausweiche? Okay, und jetzt sind wir wieder in 2D übergegangen. Und jetzt ist das Spiel von der Steuerung vermutlich auch wieder komplett andersrum. So in etwa. Das kommt ein Ticken zu spät, liebes... Ding. Ah, okay. Also, viele Sachen, wo man einfach wissen muss, dass es passiert. Oder erahnen, wenn man wirklich gut dabei ist. Ist das Absicht? Ja. Das sah nicht nach Absicht aus. Ach, wenigstens gibt es einen Checkpoint. Also ich kann verstehen, wenn jemand in dem Spiel richtig gut ist, dass das wirklich beeindruckend ist, aber...
nicht gut zu sein, ist einfach nur jemand, der das Spiel gerade anfängt. Das ist natürlich ganz cool, dass man einfach nur nach links und rechts drücken muss und nicht springen. So wie ich ursprünglich dachte. Ich weiß jetzt nicht, ob es clever ist, vorwärts zu drücken. Ja, scheinbar gut. Das Problem ist hier an dieser Stelle, wenn es von 2D zu 3D übergeht, dass das Spiel halt von einem immer noch erwartet. Toll. Ich habe den ersten mit dem Dash angegriffen. Aber bei dem zweiten, obwohl ich immer noch in dieser Dash-Animation war, zählte das Ganze schon wieder nicht. Auf jeden Fall, der Witz ist, wenn die von 2D zu 3D übergehen, dann ist die Richtung, die man drücken muss, nicht mehr die gleiche. Hier. Das ist toll, man kann einen scheinbar zerstören, aber den zweiten nicht. Komisch. Auf jeden Fall statt vorwärts muss ich dann auf einmal zur Seite drücken. Och, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen gehabt. So, und gleichzeitig gibt es also scheinbar auch Sachen, die einen einfach festhalten und hochziehen können. Also ich denke, das Merkwürdige ist wirklich, dass du halt einmal halt... Ja. Es ist immer merkwürdig, wenn man auf einmal stehen bleibt. Wegen einer Sache. Weil man fühlt sich vollkommen aus dem... okay. Aus dem Rhythmus. Gott, zum Teil hier war zu sehen. Schlechter Scherz. What? Mal vorbeigelaufen. Ja, und das war nur ein B-Rang. Was keine Überraschung war. Interessant. Sonic ist da hingelaufen, aber auf einmal sind wir wieder hier. Aber das hier scheint wirklich so die Hub-World zu sein. Und zwei Sonics. Und das heißt also, ich könnte jetzt auch mit dem dicken oder kleineren, wie man sehen möchte, ebenfalls hier hingehen. Ist auch toll, da lade ich volle Energie auf und trotzdem bringt das nichts. Der Sprung nach oben versaubert das alles. Oh, hi, Talk. Was haben wir denn hier alles? Information about the game. Okay, es gibt also einfach eine gewisse Hinweise. Und das ist vermutlich der Shop. Clear stage, give it a point. Present based on rank you earned. So, dann will ich aber mal ganz kurz gucken, was wir kaufen können. Lend your feet after getting damaged. This requires 20 skill points to equip.
Okay, das Ding hat also irgendwie Safety Net. Aha. Lose less speed moving uphill and in water. Also hier gibt es schon ein paar so interessante Sachen. Increases Sonic Speed. Wie man sieht, das gilt scheinbar nur für gewisse Acts. Das heißt also, man muss eh grundsätzlich hingehen, das Spiel, oder also die Mission einmal mindestens spielen, um dann halt diese ganzen Boni zu bekommen. Denn gerade halt, dass man auf einmal hier schneller ist, irgendwie Sonic Speed für den zweiten Akt, das würde natürlich Sachen einfacher machen. Also scheinbar gibt es hier wirklich viele Sachen, die, oder allgemein das Spiel, die dachte, dass man erst die ganzen Sachen hier, wow! When 3 Boss Gate Keys to unlock the Boss Gate and face the Boss. Okay. Wie abartig weit der doch gehen kann. So, und jetzt haben wir hier Act 1. Act 1 lets you play side-scroller style stages with easy to learn classic Sonic controls. In Act 2 you switch gameplay between side-scrolling and 3D. Okay. You can play Act 2 in any order. Act 1 tends to be easier though. Okay, dann machen wir den halt nochmal mit Act 1 hier, mit dem Kollegen. Okay, wir können hier zur Seite laufen. So, ansonsten, wie schon erwähnt, viele Sonic-Spiele sind nicht sonderlich gut und gleichzeitig, das darf man eigentlich auch nicht vergessen, die Sonic-Spiele sind auch immer leicht merkwürdig, denn gerade da hier halt Knuckles? Darüber reden zu hören, wie er fast gedacht hat, er wäre draufgegangen, das ist ungewohnt, keine Ahnung. Wow. Und gleichzeitig, was man vielleicht hier noch nicht merkt, die Story ist zum Teil halt auch manchmal leicht merkwürdig. Denn wie man zum Beispiel sieht, man sieht da diese ganzen Viecher und dann ist auf einmal irgendwie Menschen dabei und dann irgendwelche menschlichen Bösewichte oder Helden oder Leute, die man retten muss. Und da wollte ich eigentlich gegenbumpern. Genau. Bitte fragt mich jetzt nicht, wo ich hier lang renne. Ich lasse ihn gerade einfach mal machen. Sind wir unter Wasser? Ja, wir sind unter Wasser. So, ich will jetzt wissen, was das da ist. Ansonsten habe ich irgendwie... Okay, ich habe was eingesammelt. Okay, da geht's nicht lang. Und die Sache ist halt, dass man halt sich wirklich so schnell von A nach B bewegt. Schon wieder vorbei. Wirklich von A nach B bewegt. Ist so einfach, Sachen zu übersehen. Habe ich überhaupt Ringe gesammelt? Und ich habe mal A erreicht irgendwie. Ein S sogar, wow. Wow. Okay, wir haben einen von fünf erreicht. Es gibt insgesamt noch vier weitere, die wir sammeln können. Fünf insgesamt, so. We had a red star ring. Your item collection will grow as you collect red star rings to see in your item set. Ja, okay. Und ich krieg Artwork. Und sie hier ist zwar aufgetaucht, aber Moment, was stand da? Achso, ja, okay, jetzt müssen wir einfach hingehen, gucken, was wir noch nicht gespielt haben, und dann können wir daran weitermachen. So, kann ich das jetzt hier nicht machen? You haven't played yet. Ich bin noch an einem Punkt, wo ich noch nicht gespielt habe. Ha. Also entweder ist jetzt wirklich so, ich kann immer nur... Ja, also scheinbar kann ich das wirklich... Nur dann doch wieder in Reihenfolge spielen. Was willst du denn? Ja, okay, das hatten wir auch schon ein bisschen mitbekommen. Gut, dann machen wir schon mal geplant, aber nochmal und gucken, ob wir irgendwas anders machen können. B
Beziehungsweise dadurch, dass das Spiel ja jetzt auf einmal 3D und 2D hat, sieht das Ganze ja dann schon wieder ein bisschen anders aus. Und wir wissen, dass wir Gegner einfach wegdrücken können, wenn wir boosten. Kann ich Boost Power irgendwie wieder aufladen? Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn ich hier grinde, außer dass ich schneller sagen kann? I don't know. Ah, das sind Minen. Das war nicht unbedingt offensichtlich. Oh, langsamer werden sollte ich vielleicht nicht. Ach. Wie sollte ich denn wissen, dass das ein Gegner ist? Come on. Wir wollen nicht von dem Portal-Zeug getroffen werden. Achso, Ringe scheinbar ladet das Ganze wieder auf. Oh, toll, die Viecher respawnen natürlich einfach. Ach. Come on. Ernsthaft. Okay, let's get going. Oh Gott, wenn man so überhaupt keinen Boost hat. Ja, dann sieht das Ganze auf einmal super anders aus. Was? Selbst die Suppe macht mir Probleme? Okay. Gut zu wissen. So merkwürdig, dass halt man mit A die Gegner angreifen muss. Ach schon. Ernsthaft? Was soll ich denn dagegen machen? Ah, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen wieder Speed, das können wir also ausnutzen. Shit, wie soll ich denn da was mitkriegen? Hallo? Ach Gott, Skydiving. Wie soll ich denn da... Ich kann mich nicht bewegen. Gott, die Zeit, die man hat, um irgendwie ansatzweise zu reagieren. Wow. Nicht vorhanden. Welcher Timer? Welcher Timer? Ich sehe keinen Timer. Ach, Spiel. Ich scheine ja hier irgendwann zu sterben. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt sprintet er in die falsche Richtung. Was soll ich denn dagegen machen? Wow. Gerade so. Oh. Gerade so draufgegangen. Ja, also wann das Spiel entscheidet, wann man halt Gegner angreifen darf und wann nicht, ist random? Nicht vorhanden? Keine Ahnung. Ich drück A und das Spiel sagt dann halt, ne. Ja, und das ist dann nicht der Witz, wenn du nämlich sagst A, aber das Spiel sagt nicht, dass es okay ist, jetzt hier A zu drücken, dann nimmst du halt einfach nur Schaden. Das ist leicht merkwürdig. Das ist grundsätzlich immer ein Problem für mich bei Jump'n'Runs, dass ich nie weiß, was das Spiel von mir möchte. Dementsprechend habe ich häufig das Gefühl, dass ich einfach an Sprüngen vorbeispringe. Einfach weil ich erwarte, dass dieses Spiel sich irgendwie anders verhält oder ähnliches oder halt. Dementsprechend habe ich häufig das Problem, dass ich dann halt ziemlich schlecht in solchen Spielen bin. Diese 3D-Aspekte sind ganz cool, aber es ist echt schwer, Sachen zu sehen. Wie habe ich mich hier angestellt? Ein B plus einen kleinen Bereich noch. Okay. Also von A nicht allzu viel entfernt gewesen. Ach, Tails heißt er. Never forget.
das ist nicht das, was du gerade sagst. Okay, also Sonic, Tails, Amy, Rose, warum auch immer die Nachnamen bekommen hat, und Knuckles, das ist der Große in Rot, der in dem neuesten Spiel super buff ist. Ach ja, und Shadow gibt's glaube ich auch noch. Und dann unendlich viele Leute, die auch aussehen wie Sonic und aber nicht Sonic sind, weil sie halt gelb sind und grün oder was auch immer. Ach, euch Gegner habe ich doch schon mal in Smash Bros. Gesehen. Ach, daher kommt ihr. Ist mal wieder interessant zu sehen, wo zum Teil halt Sachen herkommen. Das Ding leuchtet. Soll das Ding leuchten? Ich kann nicht drauf springen. Unsichtbare Wand. Cool, so viel dazu. Okay. Funktionierte, würde ich sagen. Okay, erstmal hier durchsehen, bevor ich überhaupt weitermachen darf. Okay, vermutlich gleiche Art und Weise. Spiel. Ah. Ach so, man muss beide Tasten drücken. Das ist nicht so selbstverständlich. Ach, Spiel. Also dieses Spiel, keine Ahnung. Es ist ganz cool zu sehen, wie der hier langfährt, aber das Spiel fühlt sich halt an wie ein Mischmasch aus Sachen, die überhaupt nicht passen. Warum muss ich auf einmal gegen Gegner kämpfen? Warum ist das Angreifen so merkwürdig? Warum kann ich nicht einfach nur halt cool herumgrinden und die Level in Geschwindigkeit genießen? Da war auch schon wieder irgendwas. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Also ich denke jeder... Oh Gott, jeder Sonic-Fan. Ach, das bedeutet, dass man hier runterplumpsen kann. Also sie mussten schon so weit gehen in diesen Spielen, dass sie extra Hinweise geben, dass man in den Dingen runterfallen könnte in dieser Situation. Das Problem ist nämlich, dass es dieses mit dem linken und rechten Trigger halt auch gibt, um... Wie heißt's? Um halt auch die Bahn zu wechseln oder was auch immer. Okay. Also das... Die Möglichkeit hier drauf zu gehen ist so simpel. Ich meine, wenn ich andere Jump'n'Runs spiele, da ist einfach so, okay, ich bin in den Gegner reingelaufen, ich bin runtergeplumpst. Hier ist es so... Man kann runterplumpsen, einfach weil das 3D halt nicht so wirklich funktioniert. Ich drücke immer die falsche Taste wegen Angreifen, weil das für mich nicht logisch ist. Warum kann das nicht Dash sein? Ach, super. So viele Punkte zum Herunterfallen. Also die Sache, dass die Geschwindigkeit halt so ein Punkt ist. Hier, und jetzt. Das Spiel sagt, ich soll es rüberdrücken. Habe ich so schnell wie möglich gemacht? Das Spiel ist merkwürdig. Also ich möchte kein Sonic-Fan sein, ganz ehrlich. Denn selbst die besseren Spiele fühlen sich merkwürdig an. Oh, ich dachte, ich würde jetzt schon wieder drauf gehen. Das fühlt sich halt so langsam an. Und das ist das Merkwürdige. Also ich würde wirklich sagen, dass das Spiel sich langsamer anfühlt als... wenn Mario auf langsam ist. Und das ist dann wiederum beeindruckend. Das war wiederum relativ cool sogar. Ach, come on. The board
Nichts davon sah stable aus. Lieber Ciao. Und das Lustigste ist, ich habe logischerweise halt Sonic in aller Arten Videos und Streams schon mal gesehen gehabt. Und das eine Spiel, ist es Sonic 06 vielleicht sogar, wo man diese Chaos selber züchten und großziehen kann, sieht immer noch das beste Element des Spiels aus, das sie in keinem anderen Spiel drin haben. Okay, und der Kollege wird erst wiederbelebt, wenn beide das also schaffen. Okay, und natürlich gehe ich jetzt allererstes immer in die falsche Richtung, einfach um zu sehen, ob da was versteckt ist. Keine Ahnung, also Classic Sonic gefällt mir schon fast besser. Einfach weil er entweder halt die Gegner einfach tot drückt, hallo Gesicht, oder halt Speed aufbaut. Ha, die Wolken sind so bubi. Haha, ist das cool. Also ich bleib dabei. Classic Sonic ist irgendwie besser. Nope, nicht mit mir. Denn, genau, New Sonic fühlt sich einfach merkwürdig an. Liegt vermutlich an allen Punkten, dass die Charaktere sich merkwürdig anfühlen, die Story merkwürdig rüberkommt. Hat das Spiel überhaupt eine Story? Außer halt jetzt hier in dem speziell, dass halt dieses Vieh da halt die Freunde entführt hat. Weil es scheint ja eine Story zu geben, denn ich meine, es gibt irgendwie Chaos Emeralds und Chaos Emeralds Guardians und Schlag mich tot. Aber fragt mich nicht. Oh, da soll ich drunter. Okay. Achso, so, ja, okay, so runter, ja, okay. Never mind. Nope. Ja, der Witz ist wirklich, dass halt diese Art bei Weitem langsamer ist, aber irgendwie besser. Nee. Komm nicht oben drauf. Ah, so komme ich oben drauf. Nice, und damit habe ich halt eine Abkürzung oder einen anderen Weg gefunden. Also das ist immer noch... okay, das war gewollt. Da war ich mir jetzt kurzzeitig nicht so sicher. Okay. Das ist jetzt Game Over. Okay. Wieso auch immer ich auf einmal Game Over gegangen bin. Das muss mir jemand anders erklären. Ach, super. Jetzt ruht er sich erstmal auf den Ring wieder aus. Auf den Spikes. Also ich konnte jetzt gerade ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum ich auf einmal draufgegangen bin. Ich meine, ja klar, ich hatte kein Leben mehr. Das kriege ich auch noch hin. Aber... ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was falsch gemacht hatte, dachte ich. Okay, jeweils immer da, wo ich hingucke, springe ich auch im Endeffekt hin. Cool. Also hier wieder eine Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Oh, ich war langsamer als da, wo ich es nicht geschafft habe. Oh no. Jetzt will ich mal ganz bewusst hier lang gehen. Was passiert? Ich laufe in die falsche Richtung. Gut zu wissen. Ah. No, 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 no. So kriege ich das hin, hier hochzuspringen. Oh, scheinbar nicht. Oh, wir springen so. Und ich will... oh, hatte das einen Unterschied, ob ich jetzt so springe oder so? Nope, hatte ich nicht. Gut. Ach, die Drecksäcke respawnen ja auch noch. Damn. Vor allem die Sache ist, ist der Hauptbösewicht aus diesem Spiel nicht irgendwie Eggman? Wie hieß er, Eggman? Oder war Eggman... nee, Dr. Wily war der von Mega Man, genau. Eggman war der von dem Spiel. Oder sollte er zumindest sein. Also ihr merkt vielleicht schon, ich habe auch nicht wirklich das größte Wissen zu diesem Spiel. Was
Also was dafür führt, dass ich das Spiel nie gespielt habe. Und... oder diese Serie. Ich glaube auch nicht, dass sich das in Zukunft allzu sehr ändern wird. Vielleicht mit der Ausnahme von diesem Spiel. Und das Spiel, zumindest wenn man den dicken, wenn man so sehen möchte, Sonic spielt, ist dann doch relativ cool. Ist zwar überraschend langsamer, aber funktioniert. So, nope, den will ich mitnehmen. Ja, schön, aber jetzt will ich hier unten lang gehen, einfach als Alternative. Super. Ernsthaft? Was hätte ich denn dagegen machen sollen? Ah! Toll. Haha, das ist ja cool. Obwohl das Ding scheinbar auch irgendwie kaputt geht oder langsamer wird irgendwann? Okay. Es ist immer merkwürdig, wenn man dann halt so die Aufforderung bekommt, hey, jetzt mach schnell, und dann auf einmal kommt eine Wand. Bunk. Fühlt sich immer merkwürdig an. Okay, da soll ich nicht mehr lang. Und hier muss ich aufpassen wegen den Wolken. Guten Tag. Es ist immer interessant, wie halt sich wirklich doch... ich habe keine... okay. Ich habe den zwar nicht wirklich berührt, aber scheinbar doch. Ist hier eine Alternative? Nö. Rumble Tumble. Und jetzt? Ach, die respawnen. Okay. Oh, nicht mit mir. So wollte ich das nicht. Ich wollte da eigentlich volle Möhre halt mit an in die andere Richtung rennen, aber gut. What? What Spiel? Was war das denn? Come on, du baust da eine Plattform hin und dann lässt man einen komplett ins Nichts laufen? Ernsthaft? Okay, dann laufe ich jetzt hier ganz normal. Haha, Spiel. Ernsthaft. Super, da lade ich volle Möhre auf und da passiert nichts. Also, ich denke, das Problem ist wirklich, meines Erachtens, dass diese Level eigentlich rein auf, oder allgemein das Spiel eigentlich nur rein auf Geschwindigkeit ausgebaut werden sollte. Denn, wie man sieht, es fühlt sich einfach merkwürdig an, wenn man halt volle Geschwindigkeit in fast jeder Situation hat, außer dann der einen. Dementsprechend bin ich so häufig gestorben, einfach weil Sachen passiert sind, die man eigentlich nicht erwartet. Das war nur ein B. Okay. Thanks, Sonic. You did a good job back there. Hey, did you gain weight? Sonic! Okay, damit haben wir Knuckles freigeschalten, der Spikes an seiner Hand schon hat. Man, das muss unangenehm sein. Oha. Challenge Act Gates have appeared. New challenges await you in each act. There are 5 challenges each in Act 1 and 2 for a total of 10 challenges. An icon is shown next to challenge gate that shows what kind of challenge awaits you. Okay. Was ist das hier? You must remove clearing one of the challenge acts. Okay, also im Endeffekt, wenn ich das Spiel durchspielen möchte, scheinbar muss ich die E erreichen, also. Dann
Oh, und für Charaktere sind das unterschiedliche Sachen auch noch. 200% Boost Gorge Challenge. Your Boost Gorge is doubled. So viel dazu. Das Ding hat irgendwas gesagt, aber ich weiß nicht, was es war. Außer, dass es sagt... Das war ja ganz großes Kino. Ja, also die ganze Sache mit dem Boost ist immer noch merkwürdig. Ich dachte, ich find's... Wie gesagt, vor allem der Witz ist ja halt, dass es halt Situationen gibt, wo man halt die Gegner mit dem Boost umnietet. Und dann gibt's wiederum andere Situationen, wo man halt... Ja. Come on! Es hat's anvisiert und dann hat er wieder nicht anvisiert und dementsprechend hat er dann die Attacke nicht gemacht. Das ist dämlich. Okay. Okay, ich muss das Ganze auch noch auf Zeit machen. Wo muss ich lang? Da unten muss ich lang. Vor allem das Spiel gibt mir keinen Boost mehr. Na super. Und dann ist natürlich dieser Drecksack hier, der mich genau dann angreift, wenn ich nach oben komme. Wie soll ich der Sache ausweichen? Was ist das für ein Blödsinn? Kann ich mehr Zeit bekommen? Cool. Endlich habe ich es geschafft. Toll. Ganz toll. Zum Glück respawnt der Spargo nicht. Vor allem, dass das Spiel halt einem nicht Bescheid gibt, wann man den nächsten Sprung machen muss, ist auch super. Also wie man vielleicht schon merkt, ich werde mit dem Spiel nicht so hundertprozentig warm. Ah, ich hab's geschafft. Und das im Endeffekt auch nur No. A bonus spell has been added to the challenge act gate. Ring the bell to make a note appear and grab it to add new pieces of artwork or game music. Yeah, no. Who cares about fucking artwork? So, und habe ich damit jetzt... Oh Gott, Amy Rose, no. Hi, ich würde mit dir reden, aber das Spiel lässt mich nicht jetzt. Okay, wie kann ich sicherstellen, dass der Kollege gerade eben... Oh, so habe ich ihn jetzt irgendwie bekommen. Cool Spiel, ganz cool. Bleib hinter ihm, wenn er seine Sache anmacht. Außer natürlich, das Zeug fällt dann hinter dir weg. Dann musst du wieder schneller werden, auch wenn du vermutlich keine Sekunde dafür Zeit hast. Ist auch super, wann das Spiel entscheidet, wann okay ist und wann nicht. Und allgemein das Team, das so mehr oder weniger vollkommen egal ist. Warum ersetzen wir Sonic nicht mit Metal Sonic? Denn Metal Sonic scheint in jeder Situation besser zu sein. Er ist einfach schneller als Sonic.
Auch wenn das hier Dick Zombie ist, Zombie. Sonic ist. You what now? Wie kann ich denn regelmäßig schnell weiterrennen? Können wir den jetzt vielleicht hier... Na komm, komm bitte her. Kommst du her? Geht doch. Get on top of the platform. Wurde on top of the platform getroffen. Also wann das Spiel... Zählt das jetzt als Sieg? Zählt das als irgend... Zählt das hier überhaupt irgendwas? Ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Sonic. Gotta break the game fast. Das ist wirklich ein klasse Spiel. So, gucken wir mal. Habe ich jetzt das verloren, was ich erreicht hatte? Ich habe den besiegt. Zumindest laut Cutscene habe ich den besiegt. Ja, logischerweise gehört das Ding immer noch nicht mir. Super Spiel. Oh. Okay, wo kann ich jetzt hingehen? Okay, das ist der DLC, den ich aus irgendeinem Grund gekauft hatte. Oh, ich habe den Schlüssel bekommen. Cool. I did it. Heißt es jetzt einfach, dass ich diesen ganzen Schwachsinn vorher erst machen muss? Scheint so. Ich muss also erst diese ganzen Extra-Challenges machen, die ich nicht machen will, bevor ich was Gescheites wieder machen kann. Denn die Challenges sind eigentlich nicht scheinbar spaßig. Da ist hier irgendwo noch was, was ich nicht gesehen habe. Da hier könnte man hoch. Na, aber auch hier sind wieder diese Challenge-Dinger. Die sind überall. Okay, ich will nicht nochmal den machen. Machen wir mal hier den Zeigefinger. Yes, I know. Game. Machen wir hier Tails. Was auch immer das. Way past fast. Race to the goal against Tails in his airplane. Yeah, like he isn't cheating. Ja, würde das Spiel aufhören, in die falsche Richtung zu springen? Warum sollte ich denn bitte in die Richtung gucken? Spiel. Wie das Ding halt, wie der Kollege es halt nicht schafft, diese Sache da hochzuspringen. What? Warum kann ich auf den gewissen... Das ist auch schön, dass es dann auf einmal dann doch Stellen gibt, wo es dann halt Pflicht ist. On it. I'm on it. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung hier gefunden. Das sah zumindest ganz cool aus. Wie wurde ich da getroffen? Oh, ein Blödsinn. Mir vielleicht auch schon merkt, ich bin nicht jemand, der gerne auf Blödsinn steht. Ich das Gefühl habe, ich werde beschissen. Ich bin irgendwie immer noch Erster. Frag mich bitte nicht wie. Ich denke, ich hätte hier lieber Geschwindigkeit nutzen sollen. Whatever. Yeah. Ich habe einen Trick hingelegt. Damn, ich bin sogar relativ schnell mit der Zeit aktuell. Haha, Scrub. Did it? No. So, und damit bekomme ich jetzt hier den nächsten Schlüssel. Cool, jetzt brauche ich nur noch einen, wo noch ein Schlüssel herumhängt, und dann habe ich es hoffentlich geschafft. Also, was willst du?
wär's, wenn ich den Kopf einfach von dir unter Wasser halte und dann sehe, wie lustig das ist. Das Spiel. Ringe, von mir aus. Reach to go in time with only one ring. Das kann ja nicht schief gehen. Stimmt, schaffe ich es bis zum Ende und werde dann von irgendwas Lächerlichem erschlagen. Das wäre zumindest typisch. Hatte ich es nicht irgendwie erwähnt? Habe ich von irgendeinem scheiß Portal-Goo getroffen? Also ich darf jetzt auch schon keinen Schaden mehr nehmen. Was eine Herausforderung wird. Vor allem, wenn ich schon so die simpelsten Sachen nicht springen kann. Perfect clear of life, ja. Yes, ciao, Dingsbumskirchens. Da gibt es die Möglichkeit, die Gegner anzuvisieren. Und dann funktioniert es nicht. Super Anvisierungsmechanismen hier in dem Spiel. Ah, jetzt macht er mit. So, aufpassen, dass ich hier nicht wieder von dem eigenen Zeug erschlagen werde. Ich warte nur darauf, dass mir irgendwas in den Weg geworfen wird, wo ich überhaupt nicht mitrechne. Hier jetzt einfach so mitten einen ins Wasser schmeißen. Oh Gott, not Skype. Oh Gott, oh no, oh no. Okay, ich hab's geschafft. Super gemacht, Sonic. Irgendwas mit Speed in deinem Namen als Motto. Was auch immer das nochmal war. What? Ich bin in die Luft gesprungen, wurde zerdrückt. Wie funktioniert das denn? Doofe Challenge. Und es ist auch toll, wie halt dir so überhaupt nicht springen kann. Doppelgänger Race. Race of Forget Sonic's Double and beat him in Race. So, der Dicke dürfte auch eigentlich keine Chance gegen mich haben. Yes! Shut up. Meine Güte. Vor allem, wo ist der Doppelgänger? Wäre ganz cool, wenn ich ihn sehen könnte und man nicht einfach nur einfach behauptet. Ja, der ist jetzt vor dir. Ach, oh ja, der ist im Ziel. Hihi, huhaha, hurra. Und das Lustige ist, wenn das Spiel halt von 2D zu 3D wechselt und man damit nicht rechnet. Das Schöne ist natürlich, dass ich diese Stage auch schon gespielt habe. Was mir nichts hilft, aber... Und das gefällt mir jetzt auch schon wieder nicht. Warum kann ich nicht einfach neue, richtige Stages weiterspielen? Nee, ich muss mich jetzt hier mit dem fetten Sonic herumtraubeln. Und Bosskämpfe dann halt spielen, die nicht funktionieren. Aber ich führe wenigstens wieder. Oh no, nicht schon wieder. Oh Gott. Das Problem ist ja vor allem, dass die Steuerung halt komplett für den Hintern ist. Okay. Oh, nicht schon wieder die Sache. Du kannst nicht unter Wasser. Ja, das Einzige, was ich unter Wasser kann, ist erschlagen werden. Und dann vermutlich... Ey, ich hab mich... Sonic. Ja, man musste mich... Er läuft nicht automatisch weiter, das muss man wissen. Ich hab die Taste gedrückt gehabt, dass er zur Seite laufen soll, hat er aber nicht mitgemacht. Ja, und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mir die HP ausgeht. Wie er halt automatisch halt einfach wieder... Vor allem, wie hat der andere Kollege es nicht geschafft, mich zu überholen?
Ist der abgesoffen? Ist er zu dick zum Schwimmen gewesen? Das muss der Fall sein. Das geht's doch kaum. Oder es ist einfach Gummiband-KI, das kann natürlich auch sein. Vor allem, ich kann den Kollegen nicht sehen. Also ich muss ihn scheinbar wirklich direkt angucken. Und Sonic muss sich dann auch noch... Ach, Spiel. Ernsthaft. Nee, der wollte in die andere Richtung. Vor allem, wie soll ich dem ganzen Wasser entkommen? Oh. Das wird nix. Mann, ist das... Also das ist schlecht. Das Spiel einfach... Was? Ah, in den Ring war so ein Schuss-Scheiß-Ding versteckt. Geben die mir wieder... Da ist er ja, da ist er ja. Der ist genauso dämlich wie ich. Gut zu wissen. Ich bin raus aus dem Bereich. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, wann das Spiel einen aber erlaubt zu boosten und wann nicht, wenn man grindet. Das ist auch einfach random. Natürlich bin ich an dem Ding vorbeigesprungen. Fuck you. Yay, ich hab's geschafft. Und ein weiterer Schlüssel, ja! Jetzt können wir zum Bossgate gehen und wieder bereuen, dass dieses Spiel so nicht für Bossgegner gemacht worden ist. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie das in der Zukunft aussieht. Sammel 45 Keys. Um den dritten Boss zu machen, von 17. Auch immer am Anfang da kein Sound war. Okay, and now? Würde mir raten, das ist ein Hintern. Ganz fein. Hilft nicht viel, wenn ich nicht allzu sehr ausweichen kann, mit der Ausnahme von dem einen Sprung, den er macht. Ja, work it! Okay, das hat ja super funktioniert, liebes Spiel. Okay, dann lass ihn halt kommen hier. Was? Ich bin der Sache ausgewichen, come on. Ja, 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 come on. I will flatten you.
Was war das jetzt wiederum? Ist cool, wenn das Spiel einen nicht erklärt. Ach so. Wie auch immer man das macht, ohne selbst von der Bombe getroffen zu werden, ist auch nicht eine Sache, die ich euch erklären kann. Es fühlt sich so clumsy an, das ist unglaublich. Das war irgendwie traurig. You got a Chaos Emerald! Wird aus 7 gekostet, Mysterious Power to Emerge. Ja, okay, von mir aus. Finde ich lustig, dass Eggman halt erst uns sagt, dass er uns umbringen wird und dann bitte darum, dass wir ihn retten. Lustig. Okay, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich kann mit dem Spiel nichts abgewinnen. Es fühlt sich einfach merkwürdig an. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch mein konstantes Herumgemecker für über eine Stunde gefallen hat. Und bis dann.